Einen Tag später schauen wir uns das Projekt von gestern an. Ja, das sieht sehr gut aus hier. Die Reaktion ist tatsächlich schon vorbei nach 12 Stunden mit dem Wasserstoffperoxid. Das kann man definitiv so schon mal erkennen. Da ist also keine einzige Blase mehr zu erkennen, Sauerstoffblase. Also ist hier doch einiges, was zerlegt wurde. Also werden wir das nochmal wiederholen müssen. Aber nicht heute, das machen wir dann bei gegebener Zeit mal wieder gemeinsam. Ich beobachte das jetzt erstmal ein paar Tage, bis sich das weiterentwickelt. Insbesondere die frischen, jungen Wurzeln, die Saugwurzeln, ob da etwas mit passiert oder nicht. Von daher warten wir damit noch ab. Okay, jetzt kommen wir zu dem Projekt hier. Ja, weißt du schon, was es ist? Hör auf, hier guckt ihr oben raus, ne? Fangen wir mal nach unten, da siehst du es. Unsere Drosera, die wir geflutet hatten mit reinem Wasser, da das Pflänzchen sich auf dem Rückmarsch befunden hatte, also am Kaputtgehen war. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, 24 Stunden meine ich, wäre das gewesen ungefähr. Und dann haben wir das Wasser wieder rausgesogen, also wir haben komplett das ganze Glas geflutet gehabt hier, ne? Also nicht nur ein bisschen Wasser da unten rein, sondern komplett geflutet, um das zu spülen. Ne? Und es hat funktioniert, muss ich sagen. Der Pflanze geht es wieder richtig gut. Die jungen Blätter, die schon waren damals, haben tatsächlich wieder Klebetropfen und es entwickeln sich neue Blätter. Also hat das soweit schon mal ganz gut funktioniert hier mit dem Soil. Okay. Auch so kleine, unscheinbare Projekte machen richtig Spaß, wenn man Erfolg hat. Guck mal hier, wir haben hier unsere, kannst du jetzt nicht richtig sehen, String of Turtles und die machen hier so einen richtig schönen Vorhang mittlerweile. Kommen momentan noch mit dem Licht aus, muss ich sagen, dass sie haben. Also das ist soweit ganz gut. Läuft gut in dem Sinne. Da werde ich mal ein paar neue von machen, weil das ist ein echt toller Vorhang, ne? Richtig klasse. So, das Projekt sieht aber nicht mehr gut aus hier. Unsere String of Pearls, ne? Die Erbsenstränge. Ich meine, das ist gut gewachsen, das Ganze hier. Das ist also richtig heftig, gut viel dran, ne? Aber von oben her ist so ein kleiner Rückzug und ja, ich weiß nicht, was da Sache ist, habe da noch nie nachgemessen, konnte ich auch nicht ehrlicherweise, wie soll ich das Ding da rausheben, das ist ein Ding da eine Möglichkeit. Müssen wir vielleicht mal anders handhaben das nächste Mal dann, das heißt also, heute werden wir hier das Ganze returnen. Ja, weil es macht so keinen Sinn mehr, ich kann nichts machen. Gut, ich kann was reingießen, klar, mit Dünger und vielleicht mal Leitungswasser, aber ich weiß nicht, ist sie gut versorgt oder nicht. Von daher machen wir das heute mal und werden einen Neustart machen bei den String of Pearls. Ich meine, hübsch sind sie, ganz klarer Fall. Aber die müsste auch ein bisschen mehr Licht bekommen. Ich meine, es steht zwar sehr nah hier am Licht, aber das ist kein richtiges Pflanzenlicht. Und von daher müssen wir mal gucken, wie wir die Schätzchen wieder ordentlich zugange bringen hier. Denn das sieht jetzt so nicht mehr schön aus. Okay. Zu dem Schätzchen kommen wir gleich auch noch. Unseren Philodendron Prince of Orange hier tatsächlich ungewollt in der Wasserkultur. Aber wie gesagt, kommen wir gleich zu. Jetzt schauen wir uns die Stränge mal an. Sehen sehr gut aus hier unten. Richtig knackig frisch. Dabei ist also alles in Ordnung soweit hier auch noch. Aber hier sieht man dann, geht es langsam los, wie so die einen oder anderen Perlen einfach mal so eintrocknen. Was jetzt insgesamt der Pflanze nicht, ups, sorry, schadet. Allerdings sieht das nicht mehr schick aus. Ne? Und ich möchte wissen, was ist da Sache? Was passiert dort drin? Was geht dort vor sich? Ne? Und von daher werden wir jetzt tatsächlich, ja, das Ganze komplett returnen. Komplett. Denn wir können uns hier neu machen. Wie das geht, wissen wir ja schon. Haben wir alles schon gemacht. Ne? Von daher ist das nicht das große Problem. So, ich werde die Stränge jetzt alle abschneiden hier. Ja, ist so. Ne? Manchmal muss man einfach, ja, einen anderen Weg gehen oder wie auch immer, um zu erfahren, was Tatsache gegeben ist. Ne? So, da wird natürlich ein gewurstel durcheinander hier unten. Dann muss ich mal gucken, wie ich das nachher auseinander sortiere alles. Aber kriegen wir auch noch hin, auf jeden Fall. So, ich sagte, es gibt Sachen, ne? Aber die sitzen fest hier drin. Ne? Also da ist, sollte eigentlich alles in Ordnung sein hier im Topf selber. Aber wie gesagt, ich kann hier nichts nachmessen und es sieht eben auch nicht mehr schick aus. Und von daher machen wir das einfach mal. So, einmal rüberlegen. Ja, das klappt auch schon mal ganz gut. Einmal rum. So, einmal hier. Zack, zack. Und die andere Seite noch. Ja, so schön, wie es funktioniert hat. Ne? Sah auch lange Zeit jetzt gut aus. Aber wie gesagt, irgendwann ist dann erstmal Schicht in Karton. Ob man das noch besser hinkriegen kann auf Dauer, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Aber es geht, wie gesagt, es liegt auch an den Lichtverhältnissen und ja, vielleicht sind sie auch mal trocken geworden oder standen mal zu nass, wobei das im mineralischen Substrat ja eigentlich nicht sein kann. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie ich das hier
konstruiert habe. Ich nehme es mal ab hier. So, das war ja eigentlich dafür gedacht, damit man es anheben kann und dann mal reingucken kann. Ne? Anfangs hat das ja auch funktioniert, aber wie gesagt, wenn es dann irgendwann ist Ende Gelände. Ne? So, jetzt hebt man das mal raus hier. Boah, natürlich ein bisschen schwer. Moment. So, Dalle. Ja, Wurzeln sehen wir nicht, aber wir sehen, dass es tropft. Okay, also Wasser ist ausreichend drin. Das merkt man auch so, wenn man das Ganze mal schüttelt, dann hört man das. Ne? Das hat soweit ganz gut funktioniert. Ja, okay, dann nehmen wir uns das jetzt mal auf den Tisch. Wir haben eine sehr gute Ernte, muss ich sagen. Also legt so ein kleines Häufchen, was wir damals hatten. Ne? Und das ist dabei gewachsen. Stand damals in der Erde, ne, haben wir rausgeholt, sauber gespült und dann eingepflanzt hier. Und es hat wunderbar funktioniert. So, jetzt nehmen wir Schätzchen mal raus hier. Übrigens kannst du die Stränge ein paar Tage liegen lassen. Offen auch, passiert nichts. Sind Sukkulente, überhaupt kein Problem. Genauso wie bei Kakteen auch. Ne? So, das Allerwichtigste jetzt für uns, ganz klar, dass wir sie gleich raus und fallen mir hier bloß nicht um. Und gucken, wie das dann da drin aussieht auch, ne? Wie die sich entwickelt haben. So, das sieht schon mal gut aus. 330 Mikrosiemens, das ist okay. Also haben wir insofern voraussichtlich nicht überdüngt. Wir wissen es aber nicht genau, weil wir wissen, Substrate, Erden speichern. Und das heißt, im Klartext hier drin wird es ganz anders aussehen. Kriegen wir aber auch noch in Erfahrung auf jeden Fall. So, das werde ich wohl einen Moment drin stehen lassen müssen. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn die Werte stabil sind. Aber ist schon heftig, ne? Was dabei rumgekommen ist, das ist gar nicht so verkehrt. Am Fenster wird es wohl noch viel besser laufen als jetzt hier im Zimmer, denke ich mir mal. Ne? Das wird wohl so sein. Aber da habe ich jetzt keinen passenden Platz. Hm, mal gucken. Es ist nach wie vor immer das Spannendste, wenn man reingucken kann, was Sache ist. Aber es sieht gut aus, es schimmelt nicht oder dergleichen. Alles easy, alles cool. Ja, Dene, mal gucken, was ich hier gleich zeigen wird. So sieht das aus. Also, sind so gut wie keine Wurzeln da. Also liegen die auch nur oben auf in dem Sinne. Ne? Siehst du wohl, das war's. Mehr ist da nicht. Also da ist nicht viel mit Wurzeln. Ja, interessant auf jeden Fall. Riecht gut. Das ist okay. Ja, also, dann müssen wir uns was anderes überlegen, würde ich sagen, wenn das so in dem Sinne nicht funktioniert. Okay, schön gesehen zu haben. And the next step. Ja, der nächste Schritt. pH-Wert 6,86. Denkt man, das ist okay soweit. Also nichts Dramatisches. So, jetzt habe ich das wieder reingepackt in den Topf und werde den wieder reinstellen. Und in dem Zuge, weil ich mache das mal eben anders ein bisschen. So, ja. In dem Zuge, dass wir jetzt mal erfahren, was dann tatsächlich noch im Substrat gegeben ist. Wieso, weshalb, warum die Wurzeln dort nicht reingewachsen sind, ist klar, ne? Das weißt du schon, richtig? Ja, es ist ein geschlossenes System hier. Das heißt im Klartext, null Sauerstoff. Ja, null Sauerstoff. Null Wachstum, ist so, ganz klar. Ne, also ist das dann doch auf die Art und Weise gar nicht so gut. Ne? Sieht zwar schick aus, aber ja, ist nicht der Burner, definitiv. Ne? So, ich werde den jetzt nicht ganz voll gießen können, sonst läuft mir der Pott hier über. Aber ich versuche doch so viel wie möglich reinzukriegen. Warte mal, sollte ich den vielleicht dann doch mal hier drauf stellen, falls er überläuft. Besser ist das, ne? Ja, so kann es gehen. Jetzt kann ich mir in Ruhe Gedanken machen, wie wir das jetzt das nächste Mal machen. In dem Sinne, schön wäre eigentlich, wenn man jetzt so einen länglichen Topf hätte, einen langen, einen schmalen, wo auch viel Sauerstoff reinkommt, also Luft in dem Sinne. Ne? Das wäre schon von Vorteil. Mal gucken, ne? Jetzt ist er voll. Okay. Also, jetzt schauen wir uns mal das Schätzchen an hier. So langsam hat er sich eingependelt. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie das ausschaut. Da gucken wir gleich etwas genauer hin. Hier haben wir jetzt pH-Wert von knapp 5,9. Und Mikrosiemenswert, ich halte das mal rein in Hoffnung, dass man es sehen kann. Knapp 370. Das ist soweit okay. Ich habe hier immer die 400 bis 500er Variante nachgegossen. Vorher hatten wir es damals mit dem Calciumcarbonat angesetzt, wer sich noch daran erinnert. Das habe ich jetzt halt lange Zeit nicht mehr gemacht, sondern immer nur mit der 400 bis 500er Variante nachgegossen. Ich drehe mal eben etwas höher. Dann kann ich nämlich direkt da mal wieder hingehen. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Wurzeln an, wie die aussehen. Das sieht nämlich richtig klasse aus, muss ich sagen. Auch der Austrieb jetzt der neue. Wunderschön. So sieht das Ganze aus. Richtig tolle Wurzeln. Total genial.
Was aber bis jetzt noch nicht gewechselt hier, das werden wir jetzt heute in dem Zuge einmal machen. Denn, Moment. Denn ab und zu sollte man das machen, ne? Besser ist das. Ist ja nur auch schon lange Zeit her, dass wir das gemacht hatten hier. Das letzte Mal am 1.7. Ja, also doch schon lange Zeit her tatsächlich. So, hier werden wir jetzt auch die 400 bis 500er Variante machen. Ja, die muss ich erstmal machen. 460 Mikrosiemens haben wir hier drin jetzt. Ich habe 400 Milliliter Leitungswasser genommen und 600 Milliliter Osmosewasser und 0,5 Milliliter von dem Compo Complete. Und das gieße ich jetzt hier mal rein. So lange, bis die Wurzeln alle komplett bedeckt sind. Mal reingucken. Ja, reicht. Und dann haben wir jetzt lange Zeit wieder Ruhe. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum nimmst du jetzt nicht wieder Calciumcarbonat? Weil ich im Moment keinen Bock drauf habe. Ist so. Ich habe keine Lust, da jetzt nochmal rumzumatschen und zu manchen. Und wir haben beim Calciumcarbonat auch schon gesehen, dass auch dort der Mikrosiemenswert mit steigt. Das haben wir verwendet im reinen Wasser tatsächlich auch funktioniert, aber im Moment habe ich nicht die Lusten dazu, weil ich noch so viele Sachen zu tun habe. Achso, hier. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Sachen zu tun. Das ist jetzt das Substrat von gestern, von der Alocasia Amazonica Poly, die wir jetzt ins Wasser gepackt haben. Das hatte ich dann geflutet hier tatsächlich und dann wollen wir mal gucken, wie das da drin gleich aussieht. Das mache ich auch just alleine und sage euch dann gleich, was Sache ist. 6,3 bei 620 Mikrosiemens, also hier ist alles okay, da ist nichts passiert, das habe ich mit reinem Wasser gestern geflutet und von daher war die Pflanze ganz gut versorgt bis dato, aber jetzt steht sie ja im Wasser, nein, nicht diese, doch, die steht auch im Wasser. Das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen interessieren, wir haben jetzt das Substrat hier, kostet Geld. Schmeißen wir in die Tonne, brauchen wir nicht mehr. Ja, denkst du? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das gereinigt kriegen. Hier sind, ist auch ein ganz leichter Schimmelbelag oben auf dem Wasser tatsächlich. Das kommt durch absterbende Wurzeln im Substrat oder dergleichen. Ist halt so, ist nicht so tragisch. Aber wir haben ja schon eine ganz neue Verfahrensweise mit dem Wasserstoffperoxid. Von daher haben wir da schon mal insgesamt in der Pflege, ja, sind wir einen guten Schritt vorher zu kommen. Okay, also, warte mal auf. Ich gieße mal eben den Schmand hier oben ab. Dass der schon mal weg ist. Und im besten Fall nimmt man jetzt einen Eimer, aber ich habe jetzt keinen passenden. Ja, toll. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Sagst du doch. Ja, so ist das. Ach so, das war, weil hier war noch was drin gewesen in diesem Henkel. Oh, ich sag der du. Ja, auf was man nicht alles zu achten hat. Ne? Okay, also. Das Ganze. Na, Geruch ist okay. Da braucht man nicht meckern. Was wollte ich jetzt machen? Wasser rein, ganz genau. So. Man könnte es auch vorab ein paar Mal schon mal waschen oder so, aber wir machen das jetzt im Prinzip eins in eins. Wir gießen hier Wasser rein, ordentlich. Und jetzt schwimmt das mehr oder weniger drin, kannst du jetzt natürlich nicht sehen. Also hier ist lauter Schmand drin und so. Ne? Und da kommt jetzt einfach erstmal Wasserstoffperoxid rein. Im besten Falle ist es jetzt so, dass die organischen Bestandteile, die drin sind, nicht nur kaputt gehen, sondern irgendwann auch verschwinden. Aber erstmal, ja, müssen wir das Wasser cleanen, im Prinzip das Substrat. Ne? So, gehen wir einfach einen Schluck rein und gut ist. Das werden wir ab und zu mal umrühren, ne, damit das also überall auch Kontakt bekommt. Und insgesamt werden wir das Projekt dann auch begleiten jetzt. Ne? Was ich da noch mache, wie oder was, ne? Dass wir dann sehen können, was da tatsächlich passiert. Jetzt müsste ich eigentlich einmal umrühren. Habe ich denn den... Moment, da ist er doch. Alles versteckt hier. Das Substrat einmal komplett, damit in Kontakt kommt und auch alles, was so an leichten Bestandteilen ist, dann im Prinzip rauskommt schon mal aus dem Substrat. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie das so funktionieren wird. Wie gesagt, die organischen Bestandteile, die müssen kaputt gehen, im besten Fall verrotten und zu so kleinen Bestandteilen vergehen, dass sie im Wasser übergehen und dann mit dem Wasser tatsächlich dann später rausgespült werden können. So, okay, das ist die Idee und dann werden wir das einfach jetzt beobachten gemeinsam. So sieht die Suppe jetzt aus. Jetzt fangen schon die Luftblasen, die Sauerstoffblasen an hochzukommen. Hier sieht man auch so kleine Wurzelreste, so ganz feine. Ne? Und das ist halt, ja, das wollen wir richtig cleanen wieder. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Das wäre ja ganz schön. Ne? Ja, man kann es, könnte es vorab jetzt schon mal ein paar Mal spülen, um die feinen Bestandteile rauszukriegen. Ne? Man sieht, das ist ja auch mehr oder weniger eine graue Suppe hier. Aber das machen wir anschließend. Wir wollen ja auch nicht jetzt nicht zu viel Wasser verschwenden. Von daher gucken wir, dass wir das erstmal gecleant kriegen und dann anschließend dann spülen. Okay.
Wenn wir ihn schon stehen haben hier, dann schauen wir auch, was Sache ist, damit wir das mitnehmen können. Ich versuche das mal so ein bisschen zu drehen hier. pH ist knapp über 7, also das ist soweit okay bei dem Schätzchen hier. Mikro Siemenswert 270. Hier gieße ich immer die 500er Variante rein, 4 bis 500 wohlgemerkt. Und zwischendurch auch mal einen kleinen Schluck Leitungswasser. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich verspüre einen unheimlichen Drang, nach draußen zu gehen, in die Natur. Ich war gestern Abend schon eine kleine Runde wandern mit Melody draußen. Das hat uns so gut getan. Und das möchte ich heute auch wieder machen. Von daher lege ich mich heute zeitiger hin. So, ich habe jetzt die Efeutute, die Marble Queen, die hier eigentlich steht, ne, mal nach hier hingeholt, damit sie ein bisschen mehr Licht bekommt, damit sie mal besser wächst. Ich muss gucken, dass ich irgendwann Licht hinkriege. Hier habe ich jetzt ein Stück von der Efeutute. Wir hatten ja mal Stecklinge gemacht, also Steckis, und dann ist das hier Kopfsteckling, und ich wusste jetzt nicht genau, wohin damit. Dann habe ich den einfach hier ins Glas gepackt und da war vorher was anderes drin gewesen. Was weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich hatte das Wasser auch nicht gewechselt, ich habe den einfach reingeschmissen, dachte mir, ach, das geht ja auch, ne? Ja, denkste, geht nämlich nicht. Das heißt im Klartext, hier werde ich jetzt auf alle Fälle einmal kurz, dass wir das nochmal mitnehmen, damit wir wissen demnächst, ne, was da passiert ist, Wasserstoffperoxid reinpacken. Ich werde jetzt keinen ganzen Liter ansetzen, sondern den Rest nehme ich gleich mit nach oben für die Aquaristik. Da kann ich den Rest noch verwerten. Ich werde hier einfach mal einen Tropfen reingeben. Einen Tropfen. Na komm schon. Blub. So. Okay, ne? Und dann gucke ich mal, was passiert. Ich zeige dir gleich auch noch kurz, wie das aussieht. So, aber wie gesagt, ich möchte heute unbedingt raus. Ist so, ne? Weiß Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, so ist das, ne? Das ist ganz schön, dass ich das auch mal mitnehmen kann, weil viele sagen immer, bei denen funktioniert das nicht, da gehen die Steckis kaputt und hast du nicht gesehen. Und heute habe ich tatsächlich mal Glück und habe solch einen Kandidaten. Ja, super. Richtig klasse, dann können wir jetzt mal beobachten, ob das dann so funktioniert. Hier ist jetzt allerdings reines Wasser drin, ich habe das Glas ein bisschen sauber gespült und dann wollen wir mal gucken, ob und was sich da zeigen wird. So, war heute nicht ganz so viel, ist aber auch nicht so schlimm. Ach so, übrigens, ich kann nicht alle Informationen in ein Video packen, das geht nicht. Ich habe damals eine Serie gestartet mit den Pflanzen hier und das bleibt auch eine Serie. Ich werde nicht alle Informationen, die ich habe, oder mein ganzes Wissen, das ich habe, in ein Video packen, damit du kostenlos alle Informationen bekommst, die du haben willst. Wahrscheinlich sind dann selbst da nicht alle drin. Und davon vielleicht sogar ein Buch schreibst, und ne, obwohl du gar keine Ahnung hast. Weißt du, was ich meine? Nein, weißt du nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ne, wie gesagt, das ist eine Serie hier. Wer Lust hat, der schaut regelmäßig oder ab und zu mal vorbei. Und wenn nicht, da gut, dann musst du mal gucken, frag mal einen anderen YouTuber, ob er dir alle Informationen einfach mal so gibt in einem Video. Vielleicht macht der es ja. Okay.